Herzlich willkommen zu einem neuen Infovideo im Juli 2012. Wer hätte es gedacht? Ja, heute möchte ich einmal drauf sprechen auf die Ferien, denn da habe ich einiges geplant an Game-Test und Let's Plays. Dann wollte ich nochmal drauf zu sprechen kommen, dass ich fertig bin mit meinem Memento Mori Let's Play, aber alles schön der Reihe nach. Momentan befindet sich hier noch der Scania Drug Driving Simulator Game Test. mit 31 Aufrufen. Ist nicht viel, aber wenigstens etwas. Wenn man so sieht. So, kommen wir zu meinen Let's Plays einmal. Ach, bevor wir dahin kommen, sage ich noch, was denn gemacht wird. Jeden Montag, jede Woche, wird ein Game Test rausgebracht. Ob es jetzt ein Free-to-Play ist oder ein bezahltes Spiel. Ganz egal. Auf jeden Fall, einmal die Woche kommt auf jeden Fall eins raus, bis und wenn es geht, immer montags. Habe ich mir so geplant, jeden Montag dann ein Spiel, zum Beispiel Team Fortress 2. Team Forest. Wenn man hier einmal guckt, fängt mit dem 9. an und hört, hört dann. Ja, 6. auf. Soweit ich weiß, 6. oder 13. Irgendeiner hört es dann auf. Ich meine, der 13. wäre das. Ist der letzte. So, dann ist ein Problem, nämlich, ja, komm schon, so zack. Vom 30. bis zum 5. bin ich nicht da, da bin ich im Urlaub an der Nordsee. Ich muss auch irgendwie mal entspannen. Vor allem von der Schule her, weil wir haben jetzt heute Ferien bekommen am Freitag. Ja, Battery Tour braucht keiner. Auf jeden Fall fahre ich da weg. Ich guck mal, ob das so einigermaßen klappt. Eventuell veröffentlicht ein Kollege von mir die ganzen Sachen nochmal, weil ich bin kein YouTube-Partner. Also heißt, ich kann auch nicht die Game-Tests und Let's Plays dann veröffentlichen, wann ich so einen Zeitplan erstellt habe, sondern muss sie alle manuell veröffentlichen. So, habe ich ein neues Wort gefunden. Ja, alles Mögliche findet ihr nochmal in der Videobeschreibung. Eher gesagt, nicht in der Videobeschreibung, sondern da findet ihr einen Link oder zum Schluss nochmal einen Link eingebettet. Geht hier auf meine Webseite. Da ist eine Seite, wo ich nochmal alle Informationen zusammengepackt habe, wo ihr alles nochmal durchlesen könnt. Oder auf meinem Forum. Kommt ganz drauf an, wo ihr guckt. Kommen wir rüber zum Let's Play. Memento Mori ist hier noch auf Platz 15, aber ich habe vorproduziert ein bisschen und bin jetzt fertig geworden. Das heißt, Memento Mori ist zu Ende. Was dann noch bleibt, wenn wir einmal hier auf Videos schauen, Playlist, ist einmal GTA 4, Civ City Rome und, wenn es noch funktioniert oder wenn der Kollege Zeit hat, Minecraft Together. Vielleicht ist auch, habt ihr Lust, Memento 2, dass ich davon auch ein Let's Play mache, dann müsst ihr mir einfach in die Videobeschreibung rein, schreibt ihr das einmal rein. Ja, oder ihr geht einmal hier auf Extras, Umfrage. Welches Spiel soll ich Let's Playen? Hier könnt ihr von 16 Spielen 8 insgesamt auswählen, also die Hälfte könnt ihr auswählen. Bitte nur einmal abstimmen. Und sobald das Ganze hier geladen hat, schauen wir uns das Ganze auch mal an. Da haben wir zum Beispiel Adam's Adventure 3. Habe ich einmal durchgespielt. Ich fand das sowas von bescheuert. Aber, ja, was soll man machen? Wir können einmal drauf schauen. Momentan führt Far Cry 3 mit 4 Stimmen, Max Payne 3 mit 2, Prototype 2 mit auch 2 Stimmen, Medal of Honor Warfighter auch mit 2 und Tom Clancy's Ghost Recon Future Soldier mit 1. Sonst wurde nichts angekreuzt, ist auch okay. Insgesamt 4 Leute haben das Ganze einmal abgestimmt, heißt, jeder war für Far Cry 3. Wenn es rauskommt und ich die Mittel dafür habe, werde ich das natürlich dann Let's Playen. Max Payne 3 werde ich nach GTA oder sonstiges machen, wenn ich da wieder Freiraum habe.
Momentan habe ich so viele Spiele gemacht, oder wenn man noch Memento Mori dazu rechnet, da hatte ich auch selbst keine Zeit mehr. Ich will ja auch noch ein bisschen selber privat am Computer spielen und so einen guten Computer habe ich nicht, wo ich sagen kann, da render ich und dann nehme ich weiter auf oder da render ich und in 10 Minuten ist er fertig. Ich bin ja froh, dass wir seit heute, ja genau, heute eine schnellere Internetleitung haben mit 2,5 Mbit Upload. Das heißt, es ist eine ordentliche Zeitersparnis von mindestens einer halben Stunde beim Hochladen der einzelnen Videos. Aber pro Video halbe Stunde, das ist auch schon etwas. Danach kommen wir aufs Thema Twitter und Google Plus. Ja, ich habe einen Twitter-Account, keiner folgt mir. Ich folge auch keinem, also Gleichgerechtigkeit. Nein, könnt ihr gerne einmal draufklicken und einmal auf Google Plus. Ja. So, das ziehe ich mir eben kurz weg. Ne, ist okay. Kann ich lassen. Musste nur gucken, ob der meinen Namen anzeigt oder nicht. Habe ich hier auch einmal, hier werde ich auch einmal, genauso wie bei Facebook, da werde ich auch immer alles posten an Videos. Zwar nicht jeden einzelnen Let's Play Folge, die rausgekommen ist, aber sonst neue Let's Plays, die ich anfange oder Game Tests oder dieses Special Video, was ihr hier seht. Hier seht. Ja, sonst bin ich eigentlich durch. Ferienprogramm habe ich erklärt. Noch was Tolles. Neben der Website gibt es ein Forum. Dazu hatte ich auch schon mal ein Infovideo gemacht. Wenn ihr wollt, könnt ihr euch das angucken. Oder einmal gleich registrieren. Registriert sind schon der Alltagscrash und Division LP. Wenn ich ihn richtig jetzt ausgesprochen habe. Ja, Division LP. Das sind auch gleichzeitig Moderatoren. Ich bin Admin, was klar ist und ihr könnt gerne hier beitreten und Themen verfassen. Am Samstag ist das Forum leider von 0 bis 2 Uhr nicht online. Da werde ich einmal die Grafik ändern, ein bisschen paar Plugins reinfügen und sonstiges auf Vordermann bringen. Da wird das auch sehr wahrscheinlich aus der Beta-Phase rausgehen. Also funktioniert alles lagfrei. Paar Sachen werde ich anders ordnen. Ihr könnt hier auch gerne zumachen. Habt ihr einmal meine Game Tester, werde ich vielleicht mal ein bisschen ändern, wenn der Alltagsquatsch auch anfangen will mit Game Tests. Ich meine, das wollte ja mal anfangen. Oder Division LP, dass der hier seine Let's Plays reinpackt und sonstiges. Gucken wir einfach mal. Ja, dann gibt's hier nochmal Bilder und sonstiges. Klickt euch auf jeden Fall einmal durch. Und ja, schaut in die Info. Jetzt wollte ich Infovideo sagen. Mein Gott, der Stuhl quietscht und bringt mich hier ganz aus dem Konzept. Scheiß Stuhl, ey. Schaut einfach in die Videobeschreibung rein. Da findet ihr nochmal alle Links, die ihr braucht, die ihr wollt. Und ich sag einfach mal viel Spaß beim Rumsurfen, beim Anschauen meiner Videos. Ach, noch was. Minecraft Let's Show My World verspätet sich diesmal um einen halben Monat, wenn nicht sogar einen ganzen Monat, dass das erst Ende kommt. Ich habe da noch nicht viel gebaut gehabt und nix will ich euch auch nicht präsentieren. Also, mit den Worten verabschiede ich mich. Ihr könnt, wenn ihr mich nicht abonniert habt, könnt ihr mich gerne abonnieren, müsst aber nicht. Vielleicht liked da einmal das Video oder disliked das Video. Mal gucken, ob sich daraus noch ein Laserschwert entwickelt oder nicht. Dann sage ich mal tschüss, bis zur nächsten Aufnahme, bis zum nächsten Infovideo, Game Test oder Let's Play auf diesen Kanälen All Games Around und AGAR Gameplay. Jo, tschüss.